Servus Leute, zurück zu Let's Play Baldur's Gate 3. Nach Ewigkeiten sind wir wieder back in business. Und wenn man 2 Monate lang nicht mehr ins Spiel rein konnte, kriegt man anscheinend sehr viele Inspirationen. Hier habe ich eine Inspiration bekommen, werde zum wichtigsten Nachfahren des Baal. Das ist schon wegen her. Eine Statue von deiner sterblichen Gestalt erbitten. Kann ich mich schon gar nicht mehr dran erinnern. Gut, Erfahrungspunkte machen ja keinen Sinn. Bringt alles nichts. Dementsprechend, ja, was haben wir das letzte gemacht? Wir sind im Haus der Hoffnung. Oder House of Hope. Und man sieht es eigentlich schon, was das letzte Mal geschehen ist. Wir haben hier unsere Schicksal walten lassen und alles vernichtet. Deswegen wird es Zeit, wieder aufzubauen. So you wormed your way into the devil's lair. Risked mind, limb and freedom. All to steal the Orphic hammer. I hope your ambitions end there. I have already told you that the Githyanki prince only wants to see you dead. But it seems you still do not trust me. Ich vertraue euch. Ich möchte mich nur versichern. That is not my definition of trust. You are falling into the same trap as the Chosen. Their distrust of one another is their undoing. We must not make the same mistake. We must work together. Nee, deren Nichtvertrauen untereinander ist nicht deren Problem gewesen, sondern ich bin deren Problem gewesen. Ich verspreche den Hammer nicht zu benutzen. I wish I could trust you. But that you felt you needed to have it at all tells me that you are not worthy of that trust. Das ist aber hart. After all we shared. Nonetheless, our fates are bound. And in the absence of a happier union, I will accept a useful one. You may think yourself ingenious for having slain a devil, but you have merely ironed out a wrinkle. The Elder Brain will not be such an easy foe. It is time we resume our journey to find it. Also, soweit ich mich erinnere, war auf jeden Fall der Kampf gegen ihn. Ich empfand ihn als herausfordernd, auch wenn am Ende es leichter war, als ich dachte. Aber der Kampf gegen den Teufel himself war, wenn das Ältestengehirn nochmal eine Schippe drauflegt, ja, dann war das erst ein Vorgeschmack des Ganzen. So, was sagten die Teufelsladenbetreiberin über unsere, naja, Tätigkeiten? Hat sie was mitbekommen? Trips to the hills are usually one way. Especially when the traveler causes the kind of trouble you did. I knew you were a thief. Didn't realize you were a killer. Raphael's death is already causing quite a stir across the hells. It's a rare thing for a mortal to slay a devil of his stature. I'm impressed. And just a little bit intimidated. Your coin is always welcome here. And so are you, Devil Slayer. Alles klar. Soll ich noch irgendwas für sie besorgen? War da nicht irgendwas im Deal drin? Welcome back, Devil Slayer. What can I do for you? Mir gefällt der Name, den ich jetzt habe, danke ihr. Devil Slayer. Oh, das ist doch neu, oder? Das ist absolut neu. Das sehe ich zum ersten Mal, dass ich jetzt alle Inventare habe. Das finde ich gut. Und auch da die Übersicht. Ja, das finde ich sehr nützlich, diese Übersicht. Sehr schön. Aber ich habe absolut keinen Plan. Ich habe absolut keinen Plan, was davon überhaupt noch gut sein könnte. Ich habe absolut keinen Plan, was ich brauchen könnte, außer starke Heiltränke, die kann ich gebrauchen. Daran erinnere ich mich. Gale hat noch keine.
Habe ich sie jetzt gekauft? Oder wo sind die hin? Ich hab doch auf Gale. Bei G. Ne, das sind keine. Kurz mal aufs Geld achten. 12.000 irgendwas. Okay, aber ich sehe bei Gale keine Tränke. Die sind dann mir zugewiesen worden oder wie? Okay, das finde ich dann wiederum blöd. Aber am Ende ist es mir auch egal. Gordis, Rex und Zinas. Brauche ich ein paar Zauber? Wahrscheinlich nicht. Was habe ich hier? Handschuhe des Seelenfangs. Ah, das ist was für ein Mönch. Absolut was für ein Mönch. Now you've seen what I have for thee. Remember. Ja. Gut. Dann ist das Kapitel mit dem Teufel abgeschlossen. Viele Kapitel haben wir ja nicht mehr. Finde ich schade, dass vor meinem defekten PC ich nicht sozusagen das Spiel abschließen konnte, aber naja. Dann. Ja, da geht's erst weiter, wenn wir die Kugel haben oder die Krone haben. Und hier, ja, wir sollten mit Lazelle sprechen. In der Unterstadt. Wir haben Raphael besiegen können. Ah, nee. Ich habe nicht vor, ihn zu befreien, muss ich zugeben. Deswegen lasst uns rasten. Und mit Lazelle reden. Vielleicht ist es das letzte Mal, dass ich mit Lazelle rede, weil sie vielleicht... Warum bin ich hier nackt? Warum bin ich hier in Unterwäsche? Na gut, die anderen sind auch in Unterwäsche, wie scheint. Volo, warst du auch schon immer hier? Whatever happens next, be sure that I will document it all as accurately as possible. Irgendwie glaube ich das nicht. Was hat der denn? Oh, Auflösung. Oh ja, die Musik habe ich auf jeden Fall vermisst. Lazelle, wir sollen... Was zum Teufel... Ach, das sollen Illidide sein. Ein Gedankenschinder. Warum sind hier alle nackt? Was ist das hier? Könnt ihr euch hier etwas anziehen? Also halbnackt. Muss das sein? Naja. Das ist das Wichtige. Ich bin der auserwählte Baal. Ich bin Mord. Ich bin tot. Ich bin der ewige Schlechter. Lord Baal's chosen. You must think yourself mighty for it. Oh ja. Yet you are already mighty, and you would have been mightier still if you defied him and your urges. I doubt it. So, und was ist jetzt mit dem Hammer? Ich habe keine anderen Optionen. The hammer is ours. The means to Orpheus's release is in our hands. To the Undercity, Vos must hear of our victory. When we next enter the Astral Prism, we will break Orpheus free. Oder ich gehe in die Unterstadt und sage Vos, es wird nichts aus unserem Deal. Wenigstens das wurde jetzt aktualisiert. Wir sollten auch sagen, dass wir Orpheus befreien können. Könnten, würde ich es gerne formulieren. Ach, du bist auch hier? Your command is my wish. Your demand is my desire. Da steht hier tatenlos herum. Mach das Lager sauber. Master, I'm sorry. I'm ever so sorry to forget my other duties. Oh, what a wretch I am. I'm not even worthy of being your scullery maid. So ist es. Genug geplappert, meine Diener reden nur, wenn sie von mir angesprochen werden. Wait, Master. If you ask me to... Das ist, ja, komisch. Scalaritas seems unable...
Ihr dürft wieder reden. Oh, forgive my negligence. I entreat you. Oh, don't do that to me again. Ich möchte euch für all die Hilfe danken. Oh, you make a butler blush. Ich habe ein paar Fragen. Ah, inquisit me. What do you wish to know of? Warum habe ich meine Vergangenheit, meine Zukunft? Ah, my favorite subject of conversation. Baal sagte mir, dass ich herrschen werde. Wie erreiche ich das? Your tedious sister believed she was ending you when she drilled the wee tadpole cavern in your head. You were merely reborn with a silver spoon in your brain. The first to be tadpoled. The first above all men. I hope you are taking advantage of the worm. It will lead you to rule. Na gut. Ah, inquisit me. Interessiert mich nicht, der Rest. So, dann rast. Warum habe ich immer so viel? Das ist schon wieder. Ich habe nicht in mein Bett gemacht. Warum habe ich nichts an? Warum? Ah, jetzt habe ich aber mal wieder was an. Na gut. Okay, hier sind auf einmal Silbersachen. Gut. Dann hätte ich vorgeschlagen, ja, dann gehen wir doch mal zu Voss in die Unterstadt. Wo ist der? Voss. Wo habe ich den damals? Ach, der war irgendwo im Untergrund, oder? Ich muss mich erstmal wieder in der Steuerung zurechtfinden. War denn das hier irgendwo? Was? Ja, hier. Wenn wir ihm sagen werden, wir werden ihm nicht mehr helfen. Oder ich habe keinen Bock eigentlich, da jemanden zu befreien. Weil die Macht, die ich durch seine Gefangenschaft habe. Oder den Vorteil, den ich durch seine Gefangenschaft habe, mir lieber ist. Wie wird er wohl reagieren, hm? Moment. Warum ist ein Stufe 17 Charakter? Fortune or necessity. Fate made its choice. Lazelle was the opportunity we prayed for. This may be our one chance to secure Githyanki freedom. Wer ist das? Legendäre Resistenz. Ein Drache. Quendons. Gut, Flacketh bis. We await your good word. Ich bin irritiert über den da, aber gut, den kenne ich noch nicht. Have you brought the Orphic Hammer? Genau, wer ist euer neuer Gefährte? Not a new companion, but an old one. And a loyal one. A proper introduction is in order. But I will let him do the honors. Und die übrigen? The remaining honor guard serve as my eyes and ears. Vlakith's forces hunt you and the prism. My allies have slayed more than you know, so that you might travel freely. As for those that break through, you've proven more than capable of bleeding them yourself.
Ich habe den Hammer. The Prince of the Comet is not dead. The Prince of the Comet will come again. The Prince of the Comet will liberate us from the Lich Queen's tyranny. The prophecy is one step closer to fruition. Among the Githyanki, one gift is esteemed above all others, the Silver Sword. Take it. Wield it in honor of Gith, the great liberator, and her unforgotten son. Istik, now that you have the hammer, you must find a way to enter the astral prism. Once inside, smash Orpheus's bonds. His cry will shake the plains, and I will fly to your aid. The Prince of the Comet will sear the heavens again. First we'll defeat the Absolute, then we let the Lich Queen tremble. Think again. I will not permit your entry. Den Imperator ignorieren. Questions, Istik? You seem to be lost in thought. Orpheus hat uns, hat die Larve gespürt und seine Garde hat angegriffen. Wird er uns nicht auch angreifen, wenn wir ihn befreien? The Prince of the Comet aches for Githyanki liberation more than he abhors Geich. He might seethe when you free him. He might gnash his teeth and slander your name. But he will see reason. I promise you. Mhm. Es wird kompliziert werden, in das Astralprisma zu gelangen. Yes. But you will meet this challenge, as you've met so many others. Istik, friend to Orpheus. Together we will end the Elder Brain which shakes this city. Then I turn my sights to Vlakith, the Queen of Deceit. When you break Prince Orpheus free, his psionic cry will alert us. I will fly to your side. Together we will fell the Elder Brain and thwart the Grand Design. Okay. Wow, wo ist der andere hin? Okay, ich habe die jetzt als Verbündete gewonnen, oder wie? Das finde ich nicht schlecht. Ist das ein Einhänder? Oh, plus 3. Wirkt sie extra Schaden? Das ist Großschwert zweihändig. Wahrscheinlich die beste Waffe, die Lazelle bekommen könnte. Okay, ich habe nie gesagt, dass ich ihm helfen werde. Wo ist das? Das da. Nee. Ich glaube, erst wenn ich ihn befreie, werden sie sich wirklich mir anschließen. Was ist denn möglich, ins Artefakt zu gelangen, auch was zu befreien? Will ich doch gar nicht. Interessiert mich überhaupt nicht. Orpheus kann bleiben, wo der Pfeffer wächst, so in etwa. Tja. Gehen wir doch mal ins Lager. Hoffentlich diesmal mit... Ja, diesmal mit Klamotten. Sehr schön. Lazelle, bist du jetzt zufrieden mit dem Ausgang? Oh, du hast was zu sagen. Yes, the hammer is up to think. Orpheus's release is within our grasp. When we next enter the astral prism, the Prince of the Comet will soar again. Wie wäre es mit Nein? Endlich habt ihr euer Silberschwert verdient. Wie fühlt ihr euch? Incredible. Since I was old enough to hold a blade, I've dreamt of wielding a silver sword. The swords cleave both meat and mind, body and brain. To swing one, mesmerizing. To be slain by one, agonizing. Everyone I bleed with the sword will be my tribute to Prince Orpheus. Welche Details hat Lazelle übersehen? Mal schauen, vielleicht krieg... Nein, da kriege ich nichts hin. Da kriege ich mit Sicherheit nichts hin. Ja. Das ist... ich habe keine Ahnung von den Kids. Lazelle gave a thorough description. You can't think of more you would add. Gut. Alles gut.
Was ist so besonders am Silberschwert? A Kithrak's silver sword is more than a weapon. It is an extension of your will, an entire limb unto itself. You merely need to think strike, and it strikes. The sword carves the correct path and carries your arm with it. The ancient slates tell us that each sword holds a fragment of the living gate, a flesh portal made from the stuffs of nightmare. The silver injures the body, the gate's flesh injures the mind. A formidable weapon against Geich. Ob es reicht, um den Orpheus zu befreien? Certainly not. Or the prince's honor guard would have only the Orphic hammer can break Orpheus free. Klar. Very well. Ist dann dein Thema auch jetzt erstmal durch? Gut. Tagebuch wurde aktualisiert. Auch sie erwartet wohl jetzt. Ich komme nicht mehr ins Prism. Zum Imperator. Mit dem habe ich es mir jetzt scheinbar verscherzt. Also der, jetzt wo ich den Hammer habe, der ist sehr vorsichtig geworden. Verständlich wahrscheinlich. Ganz verständlich. Ein guter Kriegshammer auf jeden Fall. Tja, Rüstungsklasse ist halt viel wert. Ich bin immer noch ein Riesenfan von Rüstungsklasse. Wobei. Ah, das ist eine Kriegswaffe, oder? Ja. Sonst würde ich vielleicht den sogar schwingen, aber Kriegswaffe ist schlecht. Gut. Dann haben wir dieses Thema abgeschlossen. Naja, was heißt abgeschlossen? Weiter wird es wahrscheinlich nicht gehen, weil. Ich habe eigentlich kein Interesse. Also ich habe mich darauf committed, eigentlich einen Imperator als Verbündeten zu haben. Steht es da auch irgendwo? Imperator? Nee. Blöd. Oh, wird schon passen. Wir brauchen noch den Nessastein von Gortash. Sonst habe ich eigentlich nichts mehr offen. Für erste Imperator zu Gortash ein, so und so. Genau, das Tauchboot und die Gondier, die fehlen noch prinzipiell als so. Ich würde es mal sagen, Nebenquest. Ja, wohin muss ich da? Da muss ich... Ist wahrscheinlich relativ egal. Docks ist, glaube ich, ganz gut. Genau, wir haben hier unten was. Die Gondier retten, aber die waren doch, glaube ich, irgendwo hier war doch der Weg, war das hier oder so, zu diesem Untersee-U-Boot. Und das führte uns an einen Ort, wo Zeit notwendig war, oder beziehungsweise wir nicht viel Zeit hatten, weil sobald wir da runtergehen, weiß Gortash, ja, wir sind nicht mehr auf seiner Seite. Wir können auch zu Gortash gehen jetzt mit dem Nessastein und so tun, als wären wir auf seiner Seite. Aber natürlich machen wir das nicht. Wir werden ihn hintergehen. Wir werden die Gondier aus dem Gefängnis hier befreien. Also dort unten in der Gießerei. Die Stahlwache fertig machen. Und vorher am besten die hier befreien. Weil ich glaube, die haben uns mal angegriffen, wo wir mal vorbeigeschaut haben. Weil sie nicht wussten, dass wir zu denen gehören. Deswegen wird wahrscheinlich das nächste Mal gehen wir auf Untersee. U-Boot-Fahrt. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao, bis zum nächsten Mal.